Das neue Banner haben sie gerade erst drucken lassen. Die Fußballfans vom VfL Wolfsburg. Die Allerohrewölfe sind der größte Fanclub des Bundesligavereins. Lothar Hilmer ist der Vorsitzende. Er ist Rentner, arbeitete vorher mehr als 46 Jahre lang bei Volkswagen. Sein ganzes Leben ist VW. Mein Sohn arbeitet da, ja, und Familie arbeitet dort. Und wir sind eben abhängig von VW, ne? Und wir sind auch guter Hoffnung, dass wir diese Krise überstehen werden. Und Wolfsburg ist auch VW, oder? Ja, alles hier ist VW. Das geht auch, der Einzugsbereich geht auch 50 Kilometer weit. Ja? Wenn hier VW nicht wäre, dann wäre hier tote Hose, Ackerbau und Viehzucht, mehr wäre hier nicht. Ist so. Ohne Volkswagen gäbe es auch den VfL Wolfsburg nicht. Zu 100% ist der Bundesliga-Club eine Konzerntochter. Teure Fußballprofis einkaufen, wie den niederländischen Stürmerstar Bas Dost, für rund 10 Millionen Euro. Das geht nur dank des Autobauers. Wird das so bleiben, wenn VW in Zukunft sparen muss? Wegen hoher Rückstellungen für Schadensersatz hat der Konzern im letzten Jahr ein Minus von 1,6 Milliarden Euro gemacht. Sind die guten Zeiten auch für den Fußballverein vorbei? Also ich glaube, dass es hier so einen Wohlfühlfaktor gibt. Und wenn dann plötzlich dunkle Wolken aufziehen, ja, dann machen sich natürlich alle Sorgen und fragen sich, wie konnte das geschehen? Ja, kann man das nicht lösen? Und. Wir erleben Volkswagen ja nicht nur als, dass wir sie an Zahlen festmachen, an verkauften Autos, sondern wir erleben Volkswagen als Arbeitgeber. Und das gilt für die ganze Stadt. Von den 120.000 Einwohnern in Wolfsburg arbeiten mehr als die Hälfte direkt beim Autobauer. Viele haben genug von der Krise, wollen nicht darüber reden. Mancher ist auch sauer auf die Amerikaner. Wir haben keine Zeit, sorry. Die fahren mit einem Dodge Ram durch die Gegend, der einen Schadstoffausstoß von sonst was hat. Und dann meckern sie, kreiden sie unsere Diesel an. Tut mir leid, verstehe ich nicht. Alles in Wolfsburg hängt vom Wohlergehen des Konzerns ab. Direkt neben dem Werk liegt die sogenannte Autostadt, komplett von VW finanziert. Hier holen die Käufer ihre Neuwagen ab, doch es finden auch Konzerte und Tanzaufführungen statt. Geld von VW bekommt auch das Wissenschaftsmuseum Pheno, genauso wie ein großes Schwimmbad. Die Bürger machen sich nun Sorgen um die Zukunft ihrer Stadt. Man setzt damit im Grunde genommen auch den guten Ruf der Marke, die ja wirklich eine Qualitätsmarke ist, aufs Spiel. Und das finde ich ja schon ein Stück zu sorglos für diese Stadt, derer, die es getan haben. Die anderen haben genauso Dreck am Stecken. Ja, und uns verurteilen sie. Jahrzehntelang sprudelten die Steuereinnahmen in Wolfsburg rund 200 Millionen Euro pro Jahr. Dieses Jahr wird VW jedoch weniger Gewerbesteuer zahlen. Der Bürgermeister hat die Ausgaben der Stadt bereits um 75 Millionen Euro gekürzt. Und vielleicht wird er den Gürtel noch enger schnallen müssen. Wir gehen mal davon aus, dass wir noch mal ein, zwei Sparhaushalte sicherlich vor uns haben. Irgendwann wird es dann noch in die Verschuldung gehen. Aber auch das ist für mich erst dann ein ernsthaftes Thema, wenn man sagen würde, die Verschuldung ist so stark, dass man so schnell aus diesen Schulden nicht wieder rauskommt. Bei vielen Wolfsburgern sitzt das Geld im Moment nicht so locker. Geschäftsleute wie Brunhilde Kaiser bekommen das zu spüren. Seit mehr als 60 Jahren betreibt sie ihr Juweliergeschäft. Zum ersten Mal seit langem sinkt der Umsatz. Sie wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Und da fangen sie an, einfach zu sparen. Wie ein Eichhörnchen und sorgt vor für den Winter. Volkswagen und Wolfsburg, der Konzern und die Stadt stehen zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Eins ist klar, die Krise ist noch lange nicht überstanden.